Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu diesem Video und genau dieses Video ist komplett dem Thema Shonen gewidmet, was ja auch ein bisschen meinen Kanal ausmacht, deswegen wollte ich unbedingt schon lange dieses Video machen. Ich habe mir auch zu diesem Anlass die Meinung der anderen Anituber eingeholt und sie gefragt, was sie denn so an Shonen lieben. Nach den Gastparts, die jetzt gleich kommen werden, werde ich dann nochmal sagen, wieso ich Shonen liebe und was für einen Bezug ich zu Shonen habe, beziehungsweise meine Story dazu. Werdet ihr dann gleich schon sehen, was ich genau meine. Schaut auf jeden Fall unbedingt bei den Anitubern vorbei, die hier mitgemacht haben, sind auf jeden Fall verlinkt in der Beschreibung und damit würde ich auch sagen, los. Los geht's! Seit unserer Kindheit verfolgen uns Shonen. Wir verbinden damit Trauer, Wut, aber auch schöne Dinge wie Mut, Spaß oder Freundschaft. Es gibt etliche Momente, wo wir bei Son Goku standen, um ihn bei seiner Genki-Dama zu unterstützen oder haben Stroh Ruffy auf seiner Reise unterstützt. Ich verbinde mit Shonen so viele Gefühle und Emotionen, dass ich über jeden Shonen-Hauptcharakter über eine halbe Stunde lang reden könnte. Genau wegen diesen Emotionen und Gefühlen liebe ich Shonen und gebe weiter an den Nächsten. Hey Leute, ich bin Anibis und warum ich Shonen Anime und Manga liebe, beziehungsweise Fighting Shonen, ist einfach wie es schon im Genre-Titel steht. Und zwar sind es die genialen Kämpfe. Aber nicht nur das macht meiner Meinung nach Shonen Animes aus, sondern auch diese epischen Szenen, die es einfach in keinem anderen Genre so richtig gibt. Oder die traurigen Geschichten, dazu noch liebe ich die Action und die Fantasiewelten. Shonen ist mein Lieblingsgenre, egal ob es Anime oder Manga ist. Und was Manga angeht, lese ich eigentlich ausschließlich nur Shonen Mangas, beziehungsweise Fighting Shonen. Okay, das war's auch schon. Ich bin Anibis und ich verabschiede mich hiermit. Abonniert mich! Der Grund, warum ich Shonen so sehr mag, ist, dass kein anderes Anime-Genre diese Entwicklung in Sachen Stärke und Fähigkeiten bietet. Ich mag es einfach, wenn man ein Anime anfängt und sich einfach nur freut, wie stark und mächtig ein Charakter am Ende sein wird. Und genau das bietet Shonen. Als Beispiel Son Goku. Am Anfang ist er ein kleiner, schwacher Junge und man begleitet ihn förmlich in seinen Kämpfen und in seinem Training und hat dann am Ende einen Charakter, der ganze Planeten zerstören kann. Und genau diese Entwicklung finde ich einfach mega cool. Ja, liebe Leute, hier ist der One Piece Theoretiker und warum liebe ich Shonen Animes? Ja, also ich liebe Shonen Animes wirklich sehr, denn sie decken für mich einfach jedes Genre ab, was es fast gibt, außer jetzt Hentai. denn manchmal sind einfach Momente, wo du einfach weinst, wegen engen traurigen Flashback oder wegen einem Tod oder wegen einem ergreifenden Moment. Und dann gibt's wieder Momente, wo du einfach nicht mehr kannst vor lachen, weil es einfach so lustig ist, wenn Lissop da irgendwas aus dem Wasser zieht und irgendwas Lustiges passiert. Und dann gibt's wieder so Momente, wo du einfach die Fäuste geballt hast und dann vor dem Monitor sitzt, weil irgendwie Netero von Hunter x Hunter gegen Meruem kämpft oder sowas. Und ey, das ist zu krass und das ist einfach für mich Shonen. Du hast einfach zu viele Genres in ein Anime und es ist einfach immer interessant und es ist für jeden was dabei. Und deswegen liebe ich Shonen-Animes. Viele werden jetzt sagen, Junge, was ist bloß falsch mit dir? Damals habe ich sowas wie Dragon Ball Z, Naruto oder One Piece überhaupt nicht gemocht. Doch nach einer Zeit, nachdem ich so wieder meinen Weg zu Animes gefunden habe, habe ich Fairy Tail geguckt. Die Soundtracks waren unglaublich bombastisch. Dann habe ich auch Sachen wie Fullmetal Alchemist Brotherhood geguckt, habe Sachen wie Blue Exorcist geguckt und dann letztendlich auch Hunter x Hunter. Und ab dem Moment hat es bei mir so richtig mit dem Shonen-Genre angefangen. Hab One Piece bis zum aktuellen Stand gelesen, hab Fairy Tail bis zum aktuellen Stand gelesen und hab sogar Naruto fertig gelesen und seitdem bin ich ein absoluter Fan vom Shonen-Genre und kann euch definitiv My Hero Academia empfehlen, Hammer-Manga. Bald gibt es den sogar als Anime, von daher Shonen ist absolut geil. Was ich daran liebe, ganz einfach, es motiviert einen extrem. Hammer. Yo Leute, was geht? Wir alle lieben ja Shonen und ihr solltet auch schon von den anderen erfahren haben, wieso sie Shonen lieben. Aber kommen wir mal zu ein paar Gründen von vielen, wieso ich Shonen so sehr liebe. Dazu gehört einfach, dass wir die Geschichte des Hauptprotagonisten von Anfang bis Ende miterleben können. Wir sehen einfach, wie sich dieser Charakter entwickelt, was er für Eigenschaften hat und welche Aufgaben er oder sie meistern muss, bis er schließlich sein Ziel erreicht hat. So baut man auch mit der Zeit eine Verbindung zu Shonen-Charakteren
Charakteren auf, was auch dazu führt, dass wir mit ihnen fühlen, wenn sie gerade eine schwere Zeit durchmachen müssen oder gerade in einem richtigen Badass-Moment drin sind. Des Weiteren lernen wir so viele verschiedene Charaktere im Laufe der Geschichte kennen, sodass man viel Abwechslung bekommt, was die Story angeht, aber den Hauptfokus zum Shonen nicht verblassen lässt. Und genau diese neu auftretenden Charaktere sorgen dann eben auch für große Plot-Twists in der Geschichte, was wieder frischen Wind in die Serie bringt. Es gibt noch viele weitere Aspekte, wieso ich Shonen liebe, aber ich möchte euch jetzt keinen riesigen Vortrag halten. Jedenfalls liebe ich Shonen und bin froh, dass sie ein Teil meines Lebens sind, die mich auch einen Großteil in meiner Kindheit geprägt haben und mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Was mir in Shonen-Animes besonders gefällt, sind natürlich die ganzen epischen Kämpfe. Vor allem mag ich es auch, dass es da so eine große Vielfalt an einzigartigen Fähigkeiten und Kampfstilen gibt. Sei es Chakra wie bei Naruto, oder Teufelskräfte wie in One Piece, oder auch Magie wie in Fairy Tail. Außerdem liebe ich die ganzen einzigartigen Fantasy-Welten und vor allem, wenn es auch verschiedene Fraktionen gibt, die sich gegenseitig bekämpfen. Ich liebe es, wenn ein Charakter ein Power-Up bekommt und auf einmal ein ziemlicher Badass wird. Und wie die anderen immer darauf reagieren. Und natürlich mag ich auch die ganzen Soundtracks. Der Grund, warum ich Shonen liebe, sind einfach die vielschichtigen Momente, die wir in diesen Animes bzw. Mangas bekommen. Wir verfolgen die Charaktere über hunderte von Folgen teilweise und dürfen einfach Entscheidungen sehen, die den ganzen späteren Verlauf beeinflussen werden. Und das ist einfach so oft genial gelöst, dass man einfach gespannt ist, was der Charakter als nächstes machen wird. Und das gefällt mir besonders gut, die Charaktere in Bezug auf die Story, wie vielschichtig sie sind, welche Wege sie einschlagen und wie man sie begleiten kann über Jahrzehnte quasi. Und das finde ich für mich einen der wichtigen Aspekte, warum ich Shonen liebe. Anime begleitet mich schon mein ganzes Leben lang, aber kein Genre hat wirklich so einen großen Einfluss auf mich wie Shonen. Es ist wahrscheinlich die bekannteste Form von Anime und der Anime mit diesem Genre, der fast uns alle zu einem Anime gebracht hat, ist immer noch Dragon Ball bzw. Dragon Ball Z. Und damit hat auch wirklich alles so richtig angefangen. Ich weiß noch ganz genau damals, wie ich mit meinem älteren Bruder immer Dragon Ball im Fernsehen geschaut habe und es bis heute immer noch eine sehr, sehr schöne Erinnerung ist, wenn man das wirklich so sagen kann. Aber wirklich, kein Anime hatte so einen großen Einfluss auf mich wie Naruto. Ja, das Werk hat Fehler, das ist klar, aber alles zusammengefasst ist es ein unglaublicher Titel, der mich, wie gesagt, sehr geprägt hat. Und ohne ihn hätte ich wirklich nie Anime-YouTubing so richtig angefangen, geschweige denn überhaupt Animes weitergeguckt. Der Hauptprotagonist bleibt für mich einfach immer noch mein absoluter Lieblingsheld. Naruto Uzumaki hat uns schon so oft motiviert und uns gezeigt, egal wie schwer es ist, wir können es schaffen, solange wir selbst an uns glauben. Später ging es dann wirklich mit dieser Anfangszeit von Fairy Tail los. Gerade das Setting hat mich am Anfang total überwältigt und die Charaktere haben mir sofort gefallen. Und als ich dann mit dem Manga wirklich aufgeholt habe, ging es richtig los. Fairy Tail wurde für mich einfach ganz anders. Ich scheiß immer noch auf den ganzen Hate, mir ist es egal, Fairy Tail wird immer was ganz, ganz Besonderes bleiben. Ja, am Anfang des Jahres hat mich dann tatsächlich mein guter Kumpel und auch YouTube-Kollege Justin bzw. Mirolox dazu motiviert, One Piece anzufangen. Ich kannte One Piece natürlich von früher, aber als ich dann Marineford gesehen habe und auch was mit dem Manga passiert im weiteren Verlauf, habe ich richtig gemerkt, was für ein Meisterwerk One Piece ist. Man kann über kein Anime bzw. Manga oder auch eine normale Serie mehr labern als über One Piece und gerade dieser Aspekt macht One Piece einfach nur unglaublich. Es ist für mich wirklich ein absolutes Meisterwerk, was man wirklich mit den berühmtesten Kunstwerken überhaupt gleichsetzen könnte. Das klingt jetzt wirklich sehr, sehr komisch, aber es ist eine so verdammt gut ausgedachte Story und die gibt es wirklich nicht noch einmal. Schlussendlich möchte ich noch My Hero Academia ansprechen, denn kein Shonen hat es wirklich geschafft, sich so schnell in meine Top 10 rein zu katapultieren. Der Manga ist einfach von Kapitel 1 verdammt gut und macht nur Spaß und dazu ist das Setting echt erfrischend. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen mehr auf Anime bezogen, aber wirklich, Shonen ist einfach dieses Genre, was mich komplett begeistert. In Shonen hat man einfach diese geballte Mischung von Action, Plot Twist, Trauer, Motivation, unglaubliche Charaktere und eine Story, die wir sogar noch unseren Enkelkindern zeigen könnten. Shonen sind mein Lieblingsgenre, Shonen definieren meinen Kanal und Shonen werden immer Anime prägen. Ich weiß, ich habe hier etwas deeperen Shit rausgehauen. Ich hoffe, ihr könnt einigermaßen nachvollziehen, was ich mit diesem Video aussagen wollte, denn gerade dieses Video ist echt schon richtig lange in Planung und es ist wirklich eins, wo ich hoffe, dass es gut bei euch ankommt, weil ich diese ganze Thematik Shonen zusammenfassen wollte und einfach mal sagen wollte, dieser Kanal ist ein Shonen-Kanal und ja, schreibt mir unbedingt in die Kommentare unter dem Hashtag WeLoveShonen, was liebt ihr denn an Shonen, was begeistert euch daran, etc. etc. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und zeigt es vielleicht mal euren Freunden, weil ich wirklich möchte, dass dieses Video ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Checkt auf jeden Fall die Kanäle ab, die dabei waren, ich habe die unten nochmal verlinkt und hier nochmal verlinkt. Damit würde ich auch sagen, ich sage natürlich Okurishimasu zu Zuschauen. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Haut rein.